Das Schlimmste bei Cradle to Cradle ist, dass die Leute einen Begriff nehmen und damit loslaufen und gar nicht begriffen haben, worum es geht. Und das Dumme ist halt, wenn wir überall auf halbem Wege stecken bleiben, dann verursachen wir viel Kosten. Nehmen wir zum Beispiel die Solaranlagen. Ja? Die ganze Branche beklagt sich im Moment, dass die Solaranlagen in Europa die Industrie zugrunde geht. Weil sie wartet immer, dass der Staat etwas subventioniert. Und die Subventionierung war am Anfang auch notwendig. Inzwischen ist Solarenergie tatsächlich wirtschaftlich. Aber wir können mit dem jetzigen Design nicht in Europa fertigen. Wenn Sie in Europa Solaranlagen fertigen und die vergleichen mit chinesischen Solaranlagen, dann sind diese Solaranlagen beim Einkaufen 40% billiger, wenn sie aus China kommen. Aus ganz verschiedenen Gründen. Wir untersuchen jetzt Solarmodule. Ich bin Chemiker und Verfahrenstechniker zu Hause zunächst mal. Und das heißt, wir untersuchen diese Anlagen und wir finden, dass eine chinesische Anlage, die wir untersucht haben, schon nach 5 Jahren die Hälfte ihrer Wirksamkeit eingebüßt hat. Eine Schüco-Anlage, also nur eine Firma aus Bielefeld, und das ist keine Werbung, weil die hat die Fertigung eingestellt. Das Solarmodul hat nach 19 Jahren noch 93% des Wirkungsgrades. Das heißt, auf 20 Jahre gerechnet, ja, auf 20 Jahre gerechnet, ist das Schüco-Modul viel billiger. Ja? Ich will doch gar keine Solaranlage haben, ich möchte doch nur Licht einfangen und Strom daraus machen, Photonen ernten. Das heißt, stattdessen verkaufen die Leute Solaranlagen, nachher habe ich einen Haufen Sondermüll am Hals und mache dann die Hightech-Entsorgung für chinesischen Sondermüll und sage, der Standort ist so teuer. Ja? Das heißt, immer auf halbem Wege stecken bleiben, verursacht viele Kosten und es ist kein Geschäftsmodell. Und es liegt vor allem daran, dass die Menschen denken, das Umweltthema ist ein Moralthema. Und die Moral ist bei uns immer weg, wenn wir sie wirklich brauchen. Das heißt, dann fällt sie halt weg, ja, unter Stress. Wenn Sie selber auf der Autobahn unterwegs sind, im Stau, wie gerne wechseln Sie die Spur? Weil wenn Sie die Spur wechseln, glauben Sie damit Zeit zu gewinnen. Sie verursachen für die Menschen hinter Ihnen aber 200 Mal mehr Verzögerung, als Sie selber an Zeit gewinnen können. Ist Ihnen im Moment völlig egal, Sie haben es ja eilig. Also darum kein moralgebundenes System, sondern allein ein qualitätsgebundenes. Nachhaltigkeit und Innovation schließen sich aus. Darum, wenn man auf Nachhaltigkeit setzt, kann man echte Innovation nicht voranbringen. Meine Mutter hat noch die Wäsche im Fluss gewaschen für viele kleine Geschwister. Als die Eltern sich eine Waschmaschine erlauben konnten, hat sie sofort ihre Stelle verloren. Weil Nachhaltigkeit, nein, natürlich verliert sie dann ihre Stelle, weil die Waschmaschine da ist. Die Mobiltelefonhersteller haben natürlich die stationären Telefonbetreiber verdrängt. Echte Innovation ist nie nachhaltig, sonst wäre sie ja keine. Ja? Das heißt, Nachhaltigkeit ist ein rückwärtsgewandtes Schuldmanagement. Es war sicher wichtig, um diese Dinge kennenzulernen, was war, aber wir müssen jetzt damit Geld verdienen. Darum setzt sich Cradle to Cradle in Holland so viel schneller durch. Weil in Deutschland fragen die Leute immer, ist es moralisch geboten? In Holland fragen die Leute, kann man damit Geld verdienen? Ja? Und das ist letztlich der sympathischere Ansatz. Das heißt, ich will Ihnen zeigen, wie wir diese ganze Weltuntergangsdiskussion jetzt in Innovation umsetzen können. Übrigens, hat jemand gerade eine Affäre? So? Gut, einer. Kommen Sie, statistisch gesehen müssten hier jetzt etwa 30 Leute die Hand heben. Verstehen Sie, ich meine, das Bestehende, ja, heute Innovation, das Produkt zu verbessern, das heißt, ein bisschen weniger zu sagen, ich möchte 10% weniger Kosten oder 10% weniger Gewicht, das können Sie mit jedem Schurken auch machen. Wissen Sie, das ist ja egal, Sie sind nur 10% billiger. Ja. Aber für Neues brauchen Sie Vertrauen. Ich meine, wie soll ich Ihnen jetzt vertrauen? Ja. Dabei muss ich Ihnen die Frage stellen, ich war vor kurzem in Österreich gewesen, wo ich natürlich familiär auch sehr gerne bin von. Und da saß hier vorne in der ersten Reihe der Wirtschaftsminister. Und dann habe ich ihn gefragt, Herr Minister, Nachhaltigkeit, was würden Sie sagen, wie geht es Ihnen so mit Ihrer Frau? Würden Sie sagen, nachhaltig? Dann ist er aufgestanden und ist gegangen. Ja. Weil am Tag vorher stand in der Zeitung, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin hatte und das wusste ich halt nicht.
Darum muss ich jetzt immer fragen, ob jemand gerade eine Affäre hat, dass mir dieser Fehler nicht nochmal passiert. Aber was ich halt dann auch mitkriege, ist, ob ich ihnen vertrauen kann. Und offensichtlich, ich meine, ich bin mit einer Bande von Betrügern hier zusammen dazu, in doppeltem Sinne. So, sie haben ihre Sozialpartner betrogen und dann auch noch mich. Ja. Wie soll ich mit ihnen Innovationen machen? Das ist fast ausgeschlossen. Das heißt, ich will ihnen zeigen, wie es anders geht. Hier habe ich vorgestellt, ja, das ist das erste Buch, was für Neonazis geeignet ist. Ja, weil wir müssen ja fragen, davon 20% ist übrigens draußen auch zu kaufen, weil ich habe das heute von Herrn Faltin gelernt. Ich habe das noch nie gemacht, so ein Buch so hinzuhalten, aber Faltin ist damit erfolgreich. 150.000 Mal kann er es verkaufen. Das heißt, dieses Buch, wenn Sie zum Magazin nehmen wie den Stern, dann hat der Stern vor 30 Jahren etwa 90 giftige Stoffe drin gehabt, die eine Kompostierung ausschließen. Das heißt, wenn Sie damit irgendwas machen und Kompost, dann ist der Kompost nicht in der Landwirtschaft geeignet. Wenn Sie den Stern als Magazin verbrennen, ist die Asche nicht für die Landwirtschaft geeignet. Vor 30 Jahren waren 90 Stoffe drin. Heute sind in diesem Magazin noch 50 giftige Stoffe drin. Und dafür ist viel Geld ausgegeben worden. Gewerkschaften haben gekämpft, Arbeitsschutz und Behörden und Initiativen. Aber wo ist jetzt der Unterschied, ob ich 90 Mal erschossen werde oder 50 Mal? Ja. Jetzt lohnt es sich, beim IKEA-Katalog ist es genauso, jetzt lohnt es sich, eine Wochenzeitung, eine Monatszeitung, einen Katalog in China zu drucken und in Malaysia. Er wird dann am nächsten Tag nach Frankfurt eingeflogen und er enthält wieder die 90 giftigen Stoffe. Wir machen dann das Hightech-Recycling für die 90 giftigen Stoffe. In der Schweiz sind in den letzten 2 Jahren über die Hälfte aller Druckereibetriebe zugrunde gegangen, weil natürlich in der Schweiz dann die Währungsdifferenz noch zusätzlich ein Problem ist. Und das haben wir. Wir haben nichts erreicht. Wir haben ganz viel Geld ausgegeben. Dieses ist das erste Mal seit der Erfindung des Buchdrucks, dass ein Buch dafür gemacht ist, dass es kompostiert werden kann. Alle Zutaten, die optischen Aufheller, die Farben, die Hilfsstoffe, die Klebstoffe, alles für Kompostierung gemacht. Weil, ja, und daumend, weil diese Neonazis so gerne Bücher verbrennen, können sie jetzt auch gefahrlos Bücher verbrennen. Ja? Das ist doch toll, oder? Was ich Ihnen damit sagen will, in der Wirtschaftskrise 2009 mussten die Leute 150 Euro in Berlin bezahlen, um Altpapier loszuwerden, weil mit dem Sondermüll nichts anzufangen ist. Was tun wir? Wir nennen es Recycling, wenn wir die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung als Füllstoff in Kartons geben. Und dann haben Sie wie so Joe's Pizza Service oder sowas, wie sie alle heißen. Und dann essen Sie mit einer Pizza ja, ein Drittel einer Visitenkarte mit, weil die Schlemme aus der Altpapieraufbereitung als Füllstoff in die Kartons gehen. Ja. Damit ist alles kontaminiert. Und dafür will ich Ihnen Beispiele geben. Wie gesagt, das ist das erste Buch. Und da wir eben in Deutschland ja den Buchdruck erfunden haben, ist da auch kein Vorwurf für die Vergangenheit. Ja, wir haben immer das verwendet, was halt funktioniert hat, weil es ja, sobald es schön bunt war, würde Nina Hagen sagen sozusagen, ja, haben wir halt Blei genommen, weil es so schön weiß war, ja, Cadmium, weil es so schön rot war, Kobalt, weil es so schön blau war, Mangan, weil es so schön grün war. Ist kein Vorwurf an die Vergangenheit. Nur jetzt müssen wir daraus lernen. Wir haben jetzt 30, 40 Jahre Umweltdiskussion geführt und wir müssen daraus jetzt Innovationen schaffen. Denn um es klar zu haben, wir haben alle wichtigen Innovationsfelder verpasst in Deutschland, alle. Ja. Sagen wir zum Beispiel Gentechnik, aus guten und aus schlechten Gründen. Ja. Davon. Allerdings, wir nennen es zum Beispiel Saatzucht, wenn wir Pflanzensamen mit radioaktivem Kobalt beschießen und nachher schauen, was rauskommt. Ja. Das ist ziemlich albern. Dann würde ich eigentlich doch eher hingehen, an der Erbinformation eingreifen, wo ich weiß, wo es ist, oder? Aber das ist andererseits zu verstehen, weil Firmen wie Monsanto den Gewinn privatisieren und das Risiko vergesellschaften. Also im Zweifel würde ich Gentechnik auch ablehnen dafür, obwohl wir damit viele Zukunftsmöglichkeiten mit verspielen. Nanotechnik genauso. Wenn die Industrie zu dumm ist und Nanopartikel in Lebensmittel packt, dann muss ich Nanotechnik insgesamt ablehnen. Aber die Nanotechnik hat so viel Potenzial davon. Nehmen wir Elektronik. Wir haben gesagt, nein, das ist was, das billige Elektronikzeug, das ist was für Japaner und Chinesen und sowas. Das ist nicht uns. Ja.
Robotertechnik verkaufen wir gerade die einzige technologisch führende Firma, sozusagen das Internet. Ja, was haben wir wirklich mit zu tun, außer ein bisschen SAP? Ja, wir sind im Prinzip nur die Erfüllungsgehilfen für andere woanders, auch mit den tollsten Apps, die wir entwickeln dabei. Und so weiter. Digitalisierung, das Ganze heißt nur Digitalisierung, weil unser Wirtschaftsminister zu korpulent ist. Ja? Sonst würde es Dünitalisierung heißen wahrscheinlich. Ja? Die Leute meinen, wenn sie ihren Kühlschrank vom Auto aus ein- und ausschalten, das sei jetzt Digitalisierung. Ich will Ihnen dafür Beispiele zeigen, wie es anders gehen kann. Aber kein Land der Welt hat außer Österreich und vielleicht auch die Schweiz und auch Holland und Schweden und Dänemark sozusagen, so Mitteleuropa etwa, hat so Umwelt diskutiert wie wir. Ja? Und das können wir jetzt umsetzen. Das Glas ist jetzt halb voll, nicht halb leer. Und wir können das als echten Wettbewerbsmöglichkeit machen. Ein Produkt, was nicht, die beiden Innovationschancen, die wir haben, ist zum einen Umwelt. Aber um es klar zu sagen, Umwelt interessiert letztlich im Zweifel niemand. Aber die zweite Innovationschance ist Gesundheit. Und die interessiert die Leute schon. Ja? Das hat die Firma BSF gemacht. Für die Pizzakartons gibt es jetzt eine Sperrschicht, damit die Schadstoffe nicht aufgenommen werden. Ja? Wie toll. Das heißt, wir denken bei Nachhaltigkeit, die macht den Kunden zum Feind. Weil wir sagen, ich bin heute 100% Schwein, 90% Schwein, mein Ziel ist null. Ja? Damit sage ich dem Kunden immer, wenn du es gar nicht kaufst, ist es noch besser. Ja? Musst du es wirklich haben? Ja? Ich sage, lasst uns doch Effektivität anschauen. Zu sagen, lieber Kunde, hier bin ich. Ich bin noch nicht so toll, aber 2030 möchte ich dort sein. Und je mehr du von mir kaufst, desto schneller komme ich voran. Darum ist es nicht Effizienz, sondern Effektivität. Wir denken, es sei Umweltschutz, wenn wir ein bisschen weniger Schweinereien machen. Schütz die Umwelt, fahr weniger Auto. Schütz die Umwelt, mach weniger Müll. Schütz die Umwelt, reduziere deine Aluminiumkapseln von Nespresso. Ja? Was für ein Blödsinn. Das ist kein Schutz, das ist nur weniger Zerstörung. Wenn ich mein Kind nur 5-mal schlage, anstatt 10-mal, habe ich damit mein Kind geschützt? Das heißt, in dieser Logik hat die DDR die Umwelt viel besser geschützt als der Westen. Einfach durch Ineffizienz. Ja? Die haben zwar lokal hohe Belastungen hinterlassen, aber insgesamt war das System nicht in der Lage, die ganzen Feuchtgebiete zu zerstören, weil sie das Geld nicht dazu hatten. Sie konnten sich den Kunstdünger nicht leisten. Darum konnten sie die ganzen radioaktiven Schwermetalle, die im Kunstdünger drin sind, nicht in die Felder bringen. Darum waren die Böden insgesamt viel sauberer. Sie konnten sich auch viele Pestizide nicht leisten. Das heißt, wenn ich etwas falsch mache, mache ich es lieber nicht perfekt, denn sonst ist es nur perfekt falsch. Ja. Das, es ist sicher sinnvoll, Öl und Kohle zu sparen, dass da kein Zweifel ist, zu reduzieren, zu vermeiden. Aber wo sind wir nützlich? Für weniger schädlich sind wir viel zu viele Leute. Ja? Alle anderen Lebewesen sind nützlich. Wir sind weniger schädlich. Und dafür sind wir zu viele. Also, es geht um ein Triple Top Line. Das ist die Grundlage von Cradle to Cradle. Und das Schöne ist, mit dem, was ich Ihnen vorstelle, kann jeder Entrepreneur werden, weil das Bestehende, was Sie umgibt, einfach purer Sondermüll ist. Das heißt, sobald Sie nur sagen, ich möchte, dass das gesund ist und gut für die Umwelt, können Sie alles, was Sie umgibt, nochmal neu machen. Alles. Ja? Darum kann jeder Entrepreneur sein. Sie müssen nicht irgendwo im Netz wieder eine neue App erfinden, dann haben Sie das verkauft, ja, ein Lieferando oder sowas. Ja? Und dann kriegen sie viel Geld dafür und dann sitzen sie mit 35 als Rentner herum. Ja? Ja, sie haben viel Geld verdient und was ist davon? Sie werden Business Angel. Ja? Wie lächerlich. Nein. Ja? Also machen Sie doch mal echte, die Hardware funktioniert nicht davon. Das, was uns umgibt, das kann neu gemacht werden. Und das will ich Ihnen heute zeigen. Es geht also nicht um ein Triple Bottom Line, sondern ein Triple Top Line. Wir können Dinge machen, die gut sind für die Wirtschaft, gut sind für die Gesellschaft und gut sind für die Umwelt gleichermaßen und die Gesundheit. Darum ist es eine Kulturfrage, Cradle to Cradle. Hier sind wir bei Kreislaufwirtschaft. Wir versuchen letztlich gesehen, nur die Wirtschaft zu optimieren. Responsible Care, ja, Corporate Social Responsibility. Die Leute sagen, wir brauchen keine Gewerkschaften, wir kümmern uns um unsere Beschäftigten. Ja. Das ist Feudalismus, das ist Corporate Social Responsibility. Ja, die schlimmsten Feinde, die wir in den Firmen haben, sind inzwischen die Nachhaltigkeitsabteilungen. Weil die haben sich alle eingerichtet, die haben 7 Milliarden Umsatz in Europa und dann wollen die eigentlich nichts ändern. Ich habe da beim Schokoladenhersteller
kam an und hat gesagt, wir möchten eine neue Verpackung haben. Ja. Hier ist der Nachhaltigkeitsdirektor. Das war am 3. November vorletzten Jahres. Am 21. Mai letzten Jahres kommt der Nachhaltigkeitsdirektor zurück und sagt, Herr Braungart, ich soll mich melden dazu. Der Geschäftsführer hat gesagt, ich soll mich bei Ihnen melden für eine neue Schokoladenverpackung. Ja. Und dann habe ich gesagt, aber dieses Jahr habe ich so viel zu tun, wie wäre es Anfang nächstes Jahr? Ich sagte dann, what about never? Never works for me. Ja, dazu. Darum geht es darum, alle Dinge nochmal neu zu erfinden. Alles wird Nährstoff. Ja, nicht traditionell, die sagen die Leute bei Cradle to Cradle, es ist eine Welt ohne Abfall. Das ist aber unsinnig, dann denken die Leute immer noch an Abfall. Wenn ich ihnen sage, ja, denken Sie nicht an ein rosarotes Krokodil, dann denken Sie an ein rosarotes Krokodil. Bei null Abfall denken Sie immer noch an Abfall. Ich denke nur an eine Welt, wo alles Nährstoff ist, alles nützlich ist, nicht weniger schädlich. Mit den richtigen Energiequellen natürlich und Unterstützung von sozialer, kultureller und auch natürlich biologischer Vielfalt. Damit Sie nochmal verstehen den Unterschied zwischen Effizienz und Effektivität. Effizienz ist Fast Food zum Beispiel gegenüber einem schönen Abendessen. Ja? Effizienz ist zum Beispiel, wenn Sie Mozart Köchelverzeichnis in einem Ton. Ja? Dann müssen Sie nicht mit Ihrer Lebensgefährtin in die Oper gehen oder sowas. Das können Sie mit einem Ton, das ist effizient. Ja? Aber das, was wirklich wichtig ist im Leben, ist nicht effizient. Stellen Sie sich effizienten Sex vor. Ja? So, ja? Zum Beispiel, wenn Sie Ihre Frau oder Ihren Mann geärgert haben, das Schöne ist, dass es inzwischen ja in beiden Richtungen funktioniert. 50 Rosen, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Ja? Oder nehmen Sie ein Bild, Van Gogh zum Beispiel, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv menschliche Stimmung zu erklären. Ja? Oder nehmen Sie einen Lippenstift, das wird in Zukunft auch in beide Richtungen funktionieren, glaube ich. Davon, eine Frau isst während ihres Lebens 6,3 Kilogramm Lippenstift. Ich kann Ihnen sagen, völlig ineffizient, aber ganz und gar effektiv. Schauen Sie nur hier rum. Ja? Ja? Also das eine heißt zu fragen, ja, wie mache ich es richtig? Und die zweite Frage ist, was ist das Richtige? Wenn ich das Falsche richtig mache, dann ist es nur richtig falsch. Zum Beispiel unsere Gebäude, die Luft in einem Gebäude sitzt etwa 3 bis 8 Mal schlechter als schlechte städtische Außenluft. Was machen wir? Wir versiegeln die Gebäude noch und machen sie gasdicht. Anstatt zuerst mal zu fragen, was ist gesunde Luft im Gebäude? Asthma ist häufigste Kinderkrankheit, bei weitem. 40% unserer Häuser haben Schimmel. Die am schnellsten zunehmenden Peaks in Muttermilch sind die Flammschutzmittel aus dem Styropor. Ja. Und was haben wir hier draußen? Eine flammschutzmittelgeschützte Styroporwand natürlich. Ja. Die Leute sagen dann als nächstes, oh, Sie haben vielleicht gerade den Bericht des Club of Rome gelesen dazu, ja, dass man doch jetzt Leute, die keine Kinder haben, mit 80.000 Euro irgendwie entschädigen sollte oder belohnen sollte, ja, weil die Menschen doch zu viele seien auf der Welt. Wie absurd. Wir haben 20.000 Mal mehr Energieeintrag auf dem Planeten, als wir jemals brauchen werden. Und das Energieproblem werden wir lösen. Ja, wir haben jetzt schon, ist Windenergie mit Speicher als Druckluft in Kanada bei 5,6 Cent die Kilowattstunde. Die britische Atomenergie-Mafia hat sich 11,2 Cent garantieren lassen. Das heißt, wir können 24 Stunden Energie liefern für 5,6 Cent in Kanada. Ja? Warum? Ja, ohne Einspeisevergütung. Aber dank Einspeisevergütung ist es dazu natürlich gekommen, dass die Technik sich entwickeln konnte. Die Leute sagen jetzt, ja, wir haben nur einen Planeten. Was für ein Blödsinn. Ja, planetary boundaries. Ja. Edward Teller hat es mal schön gesagt. Er hat gesagt, die Erde ist nichts anderes als gefrorenes Licht. Ja. Also die Einsteinsche Formel sagt Ihnen klar, man kann alles in Energie oder Material umrechnen. Energie in Materie. Und wenn man 20.000 Mal mehr Energieeintrag hat, kann man eine viel aufwendigere Erde machen. Das, was die Erde ja tut mit den ganzen Lebewesen, eine viel höher geordnete Erde machen, davon, weil man ja die Energie dafür hat. Darum ist es nicht die Frage des Energiemangels, aber die Materialseite ist es. Ja, wir haben viel zu wenig an den Materialien, das wir sie so verlieren, können wir es jetzt tun. Also müssen wir die Materialien anders organisieren. Aber es heißt, dass wir, als wir Jäger und Sammler waren, war die Grenze dieses Planeten bei etwa 5 Millionen Leuten.
Als wir gelernt haben, traditionelle Landwirtschaft zu machen, war die Grenze etwa bei 500 Millionen Menschen. Als wir industrielle Landwirtschaft entwickelt haben, war die Grenze bei 5 Milliarden Menschen etwa. Da sind wir weit drüber, darum zerstören wir den Planeten systematisch jetzt. Aber wir könnten uns eine Landwirtschaft vorstellen, die auf Gartenbau ausgerichtet ist, auch ohne Gentechnik, die ganz leicht auch 5 Planeten entsprechen würde. Ja. Wenn Sie sehen, Holland, wo ich lehre im Moment, ist das zweitwichtigste Agrarexportland. Ja. Zwar noch mit subventionierter Energie, aber das zweitwichtigste Land, was exportiert, ja, auf der Welt insgesamt an Wertschöpfung mit einer gartengebundenen Landwirtschaft. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu blöde. Oder ja, wir sind, wenn wir Abfall machen, sind wir zu viele. Aber wir können natürlich effizient sein. Ja? Ich habe schon über effizienten Sex gesprochen. Natürlich ist es besser, wenn man mit 2 Leuten gleichzeitig Sex macht, natürlich. Das ist viel effizienter. Ja? Das ist die Werbung der Bundesregierung, ja, dazu. Deutschland macht es effizient. Ja? Macht es effizient? Wollt ihr es nicht effizient machen, Freunde? Das ist ein Faktor 2 oder ein Faktor 4 oder wie auch immer. Ja? Dazu. Toll, oder? Effizienz. Darum, nochmal alles nochmal neu zu begreifen. Ja? Alle Dinge, die verschleißen, Schuhsohlen, Bremsbeläge, Kondome, Tampons, werden so gemacht, also all das, was kaputt geht bei der Anwendung, dass es in die Biosphäre zurückgeht, und zwar nützlich. Nicht durch Effizienzsteigerung umso schädlicher. Also zum Beispiel die Autoreifen halten heute etwa doppelt so lange als vor 30 Jahren, ja? Ja, verglichen damit. Denken die Leute, das ist ja gut für die Umwelt, wir brauchen jetzt weniger Autoreifen. Es werden etwa 450 Chemikalien verwendet, um Autoreifen herzustellen. Vorher blieb der Gummi auf der Straße, ja? Oder das Gummi, das oder der, egal. Blieb auf, also das Gummizeug blieb auf der Straße sozusagen. Jetzt wird es eingeatmet und ist extrem lungenschädigend. Am Mittleren Ring in München haben etwa 20% der Leute schwere Lungenfunktionsstörungen. Dass immer dann, wenn es ein bisschen Erkältung gibt, fallen sie natürlich aus mit Bronchitis. Ja? Das ist eine Gemeinheit. Sie haben praktisch immer eine knapp chronische Lungenentzündung dabei. Ja? Also man hat das Falsche perfekt gemacht. Darum, alle Dinge, die nur genutzt werden, sind Gebrauchsgüter. Ich habe als Student so mit 24 Jahren einen Fernseher auseinandergebaut und darin 4.360 Chemikalien gefunden. Dann habe ich gefragt, wollen die Leute Fernsehen gucken oder wollen sie 4.360 Chemikalien haben? Dann wurde ich als Ökokommunist beschimpft. Ja. Aber heute ist jedes moderne Produkt eine Dienstleistung. Ja. Das heißt, ich verbrauche keinen Fernseher. Wir sagen immer der Verbraucher oder die Verbraucherin. Wir verbrauchen das nicht. Wenn wir von Verbraucher reden, dann sind es nur diese Güter. Die werden verbraucht. Die ändern sich chemisch, physikalisch, biologisch durch die Anwendung. Das heißt, es geht nur noch um 3 Dinge. Um Innovation, um Qualität und um Schönheit. Sonst gar nichts. Ein Produkt, was Leute krank macht, ist nicht schön. Ein Produkt, wo die Menschen kein Auskommen haben, davon ist nicht schön. Ja? Sonst gar nichts mehr. Ein Produkt, was Abfall wird, ist nur ein Qualitätsproblem. Sonst gar nichts. Ja? Ja? Sie können auch Knödel zu Knödel sagen, natürlich, wenn Sie wollen, das ist mir egal. Ja? Es geht jetzt darum, die Innovationschance zu begreifen. Darum bin ich hier. Darum, alle Produkte werden für die Biosphäre gemacht oder für die Technosphäre. Ja. Ich will Ihnen 4 Produktbeispiele geben. Hier ist die Firma Gugler. Das sind die ersten. Und wenn Sie mit Gugler haben wir das Rezept für alle Papierprodukte. Also, wie gesagt, wie Tampons, wie alles, was aus Papier gemacht ist, Papierverpackungen, Dämmstoffe zum Beispiel, nicht dieses blöde Isoflugzeug, wo sie dann sich den Sondermüll ins Haus holen davon. Nein, also, und da ist ein kleines Bild dazu drin. Österreich ist Weltmeister im Altpapierrecycling. Schon 9 von 10 Zeitungen und 9 von 10 Wellpappschachteln werden aus Altpapier hergestellt. Das ist gut, weil es zeigt, wie viele Menschen hier bereit sind, etwas für den Umweltschutz zu tun. Was die meisten allerdings nicht wissen, ist, dass auch beim Papierrecycling noch viele Ressourcen verloren gehen. Recycelt werden kann nämlich nur der Zellstoff. Das sind rund 60% des Gesamtvolumens. Bis zu 40%, hauptsächlich Farben und Füllstoffe, werden vom Zellstoff getrennt und bleiben nach dem Recycling als mehr oder weniger giftiger Schlamm zurück.
stellt sich die Frage, ob das umweltfreundlich ist, wenn von jedem Produkt nur 60% wirklich gut für die Wiederverwertung sind. Seit Beginn des industriellen Zeitalters produzieren wir Dinge, die am Ende ihres Lebens auf der Müllhalde landen. Die Devise lautet: Take, Make, Waste. Aber wenn immer mehr Menschen immer mehr Produkte verbrauchen, dann werden uns irgendwann die Rohstoffe fehlen, um neue Produkte herstellen zu können. Schon heute verbrauchen wir jedes Jahr mehr Ressourcen, als die Erde wieder regenerieren kann. Also einfach weniger verbrauchen, oder? Leider nein. So können wir die Erschöpfung unserer Ressourcen höchstens aufschieben, aber nicht verhindern. Dann fahren wir nur langsamer, aber weiterhin in die falsche Richtung. Damit haben wir noch nichts getan, um die Kurve zu kriegen. Denn schädliche Verhaltensweisen werden auch nicht nützlich, wenn man sie weniger oft ausübt. Genau darum geht es heute aber. Produkte so zu gestalten, dass sie nützlich sind und nicht nur weniger schädlich. Die schönsten Beispiele dafür liefert die Natur. Ein Kirschbaum produziert unendlich viele Blüten. Ist die Blütezeit schließlich vorbei, fallen die Blütenblätter zu Boden. Sie bilden dort aber keine Müllberge, sondern fließen vollständig als Nahrung in den Kreislauf der Natur zurück. Alle Ressourcen bleiben erhalten und können wieder und wieder genutzt werden. Das Cradle-to-Cradle-Design-Prinzip funktioniert ganz genauso. Ziel ist es, immer mehr Materialien in Stoffkreisläufen zu führen. Dafür müssen Produkte aber von Anfang an auch so gestaltet werden, dass sie am Ende des Lebenszyklus wieder in den biologischen oder in den technischen Kreislauf zurückfließen können. Mittlerweile gibt es schon viele Produkte, die dafür noch einmal neu erfunden wurden. Von Fernsehern über Couchbezüge und Teppiche bis zu Shampoo, T-Shirts und Klopapier. Ganz neu in diesem Kreis sind Cradle-to-Cradle-Druckprodukte. Dafür wurden sämtliche Inhaltsstoffe auf umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken untersucht und bei Bedarf ersetzt. Und jetzt sind Papier, Farben und Zusatzmittel endlich so beschaffen, dass ein ganzheitliches Recycling möglich ist. Nicht nur der Zellstoff kann wieder in den Kreislauf zurück. In Zukunft könnten sogar die Klärschlämme als Dünger oder für den Humusaufbau verwendet werden. Und wenn dieser Humus nicht gerade auf einem Acker landet, dann wachsen darauf ja vielleicht wieder einmal Bäume, die den Zellstoff für neues Papier liefern. Cradle-to-Cradle-Druckprodukte könnte man sogar direkt kompostieren. Und wenn sie verbrannt werden, ist die Asche auch noch gut für den Gemüsegarten. Mit Cradle-to-Cradle können wir den Kreislauf schließen. Und mit Googler können auch Sie jetzt genauso drucken, wie die Natur drucken würde. Los geht's, machen wir endgültig Schluss mit Ressourcenvernichtung. Starten wir gemeinsam die nächste Druckrevolution. Also, es geht darum, damit können Sie für alle Papierprodukte, die Papierhandtücher, die Sie draußen zum Beispiel haben, sind purer Sondermüll. Wir haben von diesen Papierhandtüchern 29 von 30 Prozesschemikalien ersetzen müssen. Da sind zum Beispiel so Nassfestigkeitsstabilisatoren drin. Darum sollen Sie die Papierhandtücher ja nie in die Toilette werfen, im Flugzeug oder sowas oder im Zug, weil diese dann natürlich bei Nässe noch stabil sind, während bei Nässe ein Toilettenpapier sich ja auflösen soll. Ja? Wenn Sie aber diese bestehen aus Epichlorhydrin, damit ist das ganze Toilettenpapier oder das ganze Papier, was Sie hier als Papierhandtuch haben, Sondermüll, allein darüber. Wir haben von 30 Prozesschemikalien 29 ersetzen müssen. Hier, das sind Papierhandtücher, die für biologische Systeme geeignet sind. Das heißt, wir haben 24 Jahre gearbeitet, um Leder zu haben mit verschiedenen Gruppen davon, was kompostierbar ist. Wo Sie die Dringlichkeit sehen, das bestehende Chromleder kann in Indien und Marokko natürlich viel billiger hergestellt werden. Man gibt wirklich 40 Gramm Chrom dazu, um eine Tierhaut, ein Kilogramm Tierhaut zu stabilisieren. Wie absurd, 20% der Welt-Chromverwendung geht dorthin. Hier gibt es ein Beispiel, im neuen BMW i3, kommt mit unserem Leder dabei, aber die letzte Gerbereischule in Deutschland hat 2009 geschlossen. Ja, und die letzte große Gerberei in Mülheim-Ruhr übrigens 2012. Wir haben jetzt Schuhe mit Puma, die wirklich für den Kavalierstand an der Fußgängerampel geeignet sind, perfekt kompostierbar zurück. Das ist das erste Schwarz für Hautkontakt. Vorher gab es kein Schwarz für Hautkontakt. Ja. Das sind Arbeitsuniformen, Kleidung, T-Shirts mit Trigema, Putzmittel, Cradle to Cradle, inzwischen in großem Umfang.
Das erste Cradle-to-Cradle-Produkt für die Biosphäre waren essbare Bezugsstoffe. Wissen Sie, wenn Sie in der Möbelindustrie sind und ein Sofa herstellen, dann sind die Zuschnitte so giftig, dass sie als Sondermüll verbrannt werden müssen, weil die Hilfsstoffe, die Flammschutzmittel, die Farben nie gemacht worden sind, dass sie in Müll gehen können, in normalen Hausmüll. Wenn Sie also hier drauf sitzen, sitzen neben einer schönen Frau zum Beispiel, dann essen Sie faktisch den Stoff mit, weil Sie nervös natürlich auf dem Stuhl hin und her rutschen. Ich suche alle Zutaten heraus, dass man sie auch essen könnte. Dadurch können die Zuschnitte als Torfersatz in Gärtnereien gehen. Damit können diese Stoffe in der Schweiz gefertigt werden und sind auf dem Weltmarkt konkurrenzlos, weil sie wesensmäßig besser sind. Und vor allem, sie sind 20% billiger zu fertigen, weil ich die Intelligenz am Anfang packe, nicht am Schluss in das Filter oder in den Arbeitsschutz. Technosphäre. Sie erreichen mit solchen Produkten Umsatzrenditen, die an Apple herangehen, ja, davon um die 30%. Zum Beispiel, wenn Sie Teppichböden machen, die nicht nur nicht stinken, ja, sondern die aktiv die Luft reinigen, nützlich zu sein. Dafür verkauft man aber nicht mehr den Teppichboden, sondern nur noch die Nutzung des Teppichbodens. Man verkauft nur noch eine Fußbodenverpackungsversicherung. Ist ja schön, ein Sockenabonnement zu machen, aber schauen Sie, die eigentlichen Stoffströme liegen woanders. Und das heißt, Sie verkaufen nur noch 10 Jahre Nutzung des Teppichbodens und damit brauchen Sie natürlich auch das Marketing nicht mehr zu machen, weil Sie ja nur die Nutzung verkaufen, die Dienstleistung. Und dann haben Sie auch kein Interesse mehr an Sollbruchstellen, geplante Obsoleszenz, weil Sie ja die Nutzung verkaufen. Dann haben Sie gar kein Interesse, dass das kaputt geht nach 2 Jahren, wenn die Garantie um ist oder so etwas. Schauen Sie, vielleicht nochmal zum Verstehen. Wenn Ihr Lebenspartner nicht stinkt, ja, dann ist das schon eine Leistung. Ja? Weil je nachdem sozusagen, was für ein Deo er nimmt oder sonst was. Aber wenn er Ihnen hilft, die Küche aufzuräumen, dann haben Sie was davon. Nützlich zu sein, nicht weniger schädlich. Das sind die ersten Betten für Innenräume. Ja? Sie lesen bei so Firmen wie IKEA, steht drauf, bitte lüften Sie die Matratze 48 Stunden. Ja, wie doof, meinen Sie wirklich, dass nach 49 Stunden das Ding ausgestunken hat? Darum kommt die Innenraumluftbelastung von Dingen, die nie für Innenräume hergestellt worden sind. Das sind die ersten Betten in der Menschheitsgeschichte, die für Innenräume hergestellt sind. Die können in Holland gefertigt werden, in Berlin kann man die auch kaufen. Davon. Sie liegen da drauf, sie atmen den Dreck ständig ein davon. Darum muss das für Innenräume gestaltet sein. Jede Zutat muss positiv definiert werden. Nicht frei von, ja? Wenn ich Sie einlade und sage, es ist frei von Hähnchen, dann hilft Ihnen das auch nichts. Ich muss das Rezept positiv wissen. Erst dann funktioniert Digitalisierung auch. Wenn ich die Inhaltsstoffe definiert habe, nur dann kann ich sie digitalisieren. Ja? Nicht so wie bei einem Bremsbelag von Opel oder Ford zum Beispiel, um nicht immer VW zu sagen, ja, davon, da steht drauf, dieser Bremsbelag ist frei von Asbest. Ja, denke ich, ja toll, frei von Asbest. Der Ersatz ist Antimonsulfid, das ist viel stärker krebserzeugend. Ja. Ja, toll. Ja. Und da kann ich Ihnen endlos Beispiele geben, davon, wie der Ersatz von Chemikalien im Allgemeinen nicht unbedingt förderlich ist. Ist nur dann frei von. Ja. Das heißt, wir müssen positiv definieren, was drin ist, und wir müssen positiv die Nutzungszeit definieren. Also nicht der Lebenszyklus. Die Leute machen Lebenszyklusanalysen an den Universitäten von Coca-Cola-Dosen. Haben Sie schon wirklich mal eine lebende Cola-Dose gesehen? Ja. Verstehen Sie, wir brauchen Nutzungszeiten, denn wenn wir über Lebenszyklus reden, dann wollen wir Langlebigkeit. Damit erreicht aber die Innovation nie den Markt. Digitalisierung heißt definierte Nutzungszeit, denn dann weiß ich, wann ich die Materialien wieder einsetzen kann. Dann können wir Digitalisierung und definierte Nutzungszeit und Zusammensetzung, dann sind wir in dem, was wir in Europa machen, den allen anderen überlegen. Ja, dann kriegen wir wirklich ein wettbewerbsfähiges Produkt. Hier, wir haben Schreibtischstühle, zum Beispiel Giroflex, Steelcase, Herman Miller, alle diese machen inzwischen Cradle to Cradle. Man verkauft dann keine Schreibtischstühle mehr, sondern nur noch gesundes Sitzen für 5 Jahre, für 10 Jahre. Davon dann können viel schönere Materialien eingesetzt werden. Dieser Stuhl hier kann in 27 Sekunden wieder auseinandergebaut werden. Dadurch ist der Zusammenbau viel einfacher. Aber es geht nicht um Kreislaufwirtschaft. Überhaupt nicht. Kreislaufwirtschaft ist lineares Denken im Kreis. Es geht um einen Raum, es geht um die Technosphäre und die Biosphäre. Ja, die Leute fragen dann immer, wie kriege ich jetzt den Schreibtischstuhl wieder nach Grand Rapids, Michigan zurück? Was für ein Blödsinn. Nein, heute Schreibtischstuhl, morgen Autoteil, übermorgen Waschmaschinenteil. Das ist Digitalisierung. Ja. Es gibt viele Materialien inzwischen, Baumaterialien.
Zum Beispiel ein Windrad wird etwa 60.000 Euro billiger, wenn ich das Kupfer nicht mehr verkaufe, sondern nur die Nutzung des Kupfers für 20 Jahre verkaufe. Die 12 Tonnen Kupfer, die muss ich doch nicht haben. Ich möchte doch nur den Wind einfangen dabei, oder? Aber wo sind wir auf halber Strecke? Wie schon gesagt, die Solaranlagen. Neulich war ich bei einem süddeutschen Autohersteller. Ja, und dieser Autohersteller hat mir stolz gezeigt in der Fabrik der Zukunft, dass sie 200 neue Roboter gekauft haben. Ich habe eine halbe Stunde gebraucht, um mich wieder in Fassung zu kriegen. Weil sie wissen nicht, ob sie weinen oder lachen sollen darüber. Bitte schön, wer kauft denn bitte schön einen Roboter? Ich brauche Schweißpunkte und keinen Roboter. Wenn Sie einen Roboter kaufen, dann ist es so, wie wenn Sie einen Drucker kaufen, dann zahlen Sie ständig für die Druckerpatrone. Gut, bei der Druckerpatrone können Sie ein bisschen faken und irgendwie Nachfüllsysteme irgendwo sich zulegen. Aber bitteschön, die Marktwirtschaft ist doch, dass man das verkauft, was die Leute wollen. Und niemand braucht einen Roboter, die brauchen Schweißpunkte. Ja? Und das sind völlig andere Denkweisen. Hier, Otto verleiht bald Fernseher, Waschmaschinen, Sportgeräte. Was für ein Blödsinn. Ja? Es geht nicht um Verleihen dazu, es geht um ein anderes Design von vornherein. Und ich will Ihnen nur zeigen, der Fortschritt braucht Zeit. Wir haben das für Otto 1994 gemacht. Wie kann man Waschen als Dienstleistung machen? Aber nicht, dass man jetzt die Waschmaschinen verleiht, so wie diese Autos aus Afrika, Togo oder so ähnlich heißen, die ja, Auto Togo oder steht immer da drauf, oder To Go oder was ist da gemeint? Okay. Aber verstehen Sie, Sie holen bei den Leuten nur die niedrigsten Instinkte hervor. Nach einem halben Jahr können Sie so ein Auto To Go nur noch mit dem Schutzanzug nutzen, weil Sie alles an Dreck drin haben, was Sie sich irgendwie vorstellen können. Auch hier, bei einer Waschmaschine ist es notwendig, 3.000 Mal Waschen zu verkaufen, nicht die Waschmaschine zu verleihen. Ja? Dann habe ich die Dienstleistung und dann verkaufe ich eine Waschversicherung. Dann lohnt es sich, eine Waschmaschine zu machen, die nicht repariert werden muss. Und dann lohnt es sich, Komponenten wieder einzusetzen. Weil wenn ich auf das Material zurückgehe, ist die Wertschöpfung bei weniger als 5%. Wenn ich auf die Komponente gehe, komme ich auf eine Wertschöpfung von 60%. Das ist ein völlig anderes. Dann weiß ich aber auch, wann ich die Waschmaschine wiederkriege. Der Innovationszyklus für eine Waschmaschine liegt etwa bei 8 Jahren. Ja, wenn ich eine Waschmaschine habe, die 30 Jahre hält, ist das das Dümmste, was mir passieren kann, weil dadurch die Innovation nie auf den Markt kommt und die Materialströme nie wieder eingesetzt werden können. Hier, so sieht es dann aus. Man braucht dafür Material Passports. Man muss das umsetzen. Und das ist ein Europaprojekt. Gebäude kann man dann als Materialbanken machen. Denn niemand will ein Fenster haben. Man möchte Wärmedämmung und Durchgucken haben. Als Dienstleistung. Ein Fenster lässt sich ohne giftige Stoffe nicht machen. Die sind aber nur giftig in der Biosphäre. Kupfer ist extrem giftig in der Biosphäre, aber in der Technosphäre endlos einsetzbar. Es gibt dann den Urban Mining Preis. Wir können dann Häuser bauen wie Bäume. Ja. In China sind das Projekte, dort entsteht nachher mehr landwirtschaftliche Fläche als zuvor, weil wir die Wände zusätzlich als landwirtschaftliche Fläche nutzen können. Aber nicht so ein bisschen wie im Prinzessinnengarten oder sowas, da ein paar Plastiktöpfe rumstehen zu haben und das Urban Gardening zu nennen. Wie lächerlich. Ja? Da ist nichts damit. Das ist eine schöne Beschäftigungstherapie und das ist auch recht, denn es hält viele Leute zusammen. Das ist aber eine sozialtherapeutische Maßnahme. Das hat nichts mit Landwirtschaft zu tun. Wir müssen Nährstoffe zurückgewinnen. Wie weit wir davon weg sind, können Sie daran sehen, dass es kein Biosiegel gibt, was erlaubt, unsere eigenen Nährstoffe zurückzubringen. Es ist nur Bio ohne uns. Können Sie sich vorstellen? Es gibt eigentlich kaum etwas Traurigeres, was Sie sich vorstellen können. Kein Demeter, kein Bioland, kein Nature, Procre und wie sie alle heißen, erlauben, dass unsere eigenen Nährstoffe zurückgehen. Es ist nur Bio ohne uns. Ja, ich habe in China lange gearbeitet. Wenn Sie dort zum Essen eingeladen sind, dann erwartet man bis heute auf dem Land, dass Sie so lange bleiben, bis Sie die Toilette aufsuchen. Weil es gilt als unhöflich zu gehen und die Nährstoffe mitzunehmen. Ja? Ja, Sie sind zum Essen eingeladen worden, nicht zum Nährstoffdiebstahl. Ja? Es ist ein ganz anderes Denken als das, was wir haben. Wir denken, es ist nur, verstehen Sie, eine Stadt wie Berlin möchte klimaneutral sein, 2050. Kopenhagen möchte schon 2025 klimaneutral sein. Das können Sie nur, wenn Sie nicht existieren. Ja? Haben Sie schon mal einen klimaneutralen Baum gesehen? Das heißt, mit aller unserer Intelligenz wollen wir dümmer als Bäume sein. Ja? Das ist erstaunlich. Ein Baum ist immer nützlich fürs Klima. Ja? Wir fühlen uns so schlecht, dass wir sagen, wir können nur weniger schlecht sein. Ja? Und darum ist das Höchste, neutral zu sein, null Emission. Das ist das ganze Zeug. Wir können die Nährstoffe nutzen.
Wir haben jetzt über 150 von solchen Anlagen gebaut. Und das eigentlich Schöne ist, die Verbrechensrate in den Favelas ging drastisch zurück. Wenn die Menschen eine gemeinsame Aufgabe haben, dann nimmt die Verbrechensrate über 90% ab. Wir nutzen die Abwässer aus den Favelas, um Landwirtschaft zu machen. Den Bauplan können Sie sich runterladen und Sie können daraus sofort eine Firma machen. Sie gibt es in jeder Sprache inzwischen sozusagen. Wir haben 150 gebaut und keine dieser Anlagen wurde jemals sabotiert. Das ist Hightech-Landwirtschaft. Hightech-Landwirtschaft, Gartenlandwirtschaft. Auf einem Hektar Land kann damit ein Bauer etwa 2000 Dollar erwirtschaften in Sao Paulo, ja, mittendrin in der Stadt. Und das Nebenprodukt ist sauberes Wasser. Und wo es keine Wasserkanalisation gibt, bezahlen wir die Leute dafür, dass sie die Toiletten nutzen. Wie pay for shit sozusagen. Ja. Das heißt, aber was haben wir hier? Hier, Viva con Aqua, toll. Ja. Und die haben eine Marke Goldeimer sozusagen, ja, wo sie Komposttoiletten auf der Welt unterstützen. Und dafür gibt es dann ein Toilettenpapier, was man daraus Geld bekommt für Viva con Aqua. Dieses Toilettenpapier setzt sich so zusammen. Das heißt, sie haben mit diesem Papier fast 1 Million Liter Wasser kontaminiert, über den Trinkwassergrenzwert, nur mit einem einzigen Kilo von dem Zeug. Ja. Wie lächerlich. Ja, nein, das ist Recyclingpapier. Wie toll. Ja. Das ist lächerlich einfach. Das ist Sondermüll. Und dann ist die Komposttoilette natürlich damit auch verseucht. Wie wollen Sie den Kompost dann nutzen? Darum müssen Dinge schon so aussehen. Auf einem Hektar können Sie damit viel mehr erwirtschaften wie beim Maisanbau. Wenn Sie Mais anbauen, verlieren Sie zwischen 11 und 30 Tonnen Boden. Und daraus machen wir dann Biogasanlagen. Ja, toll. Und hier können Sie, der Algenanbau ist 80 Mal produktiver. Machen Sie eine Firma daraus. Ja, Algenfassaden. Die Öle sind wunderbar als Treibstoffe geeignet. Das Eiweiß ist viel gesünder. Die Leute essen immer dieses Tofu-Zeug, weil sie so auf vegetarisch machen oder vegan. Ja. Aber das ist stark hormonell wirksam. Also ich rate Ihnen davon ab, zu viel von diesem Tofu-Zeug, Sojazeug zu nehmen, weil es sich auf die menschliche Fruchtbarkeit auswirkt, so ähnlich auf die Hormonsysteme, so ähnlich wie PVC-Weichmacher. Ja? Das Zeug ist als Schweinefutter schon geeignet, aber zur normalen Ernährung ist es nicht gedacht. Ja? Das heißt, aber das Algeneiweiß, was Sie damit haben, ist viel gesünder als jedes Rindfleisch. Ja, viel gesünder. Wenn Sie Rindfleisch essen, ist es so ziemlich die dümmste Form, Eiweiß aufzunehmen, weil Sie nehmen nur 20% des Eiweißes etwa auf. Bei diesem Algeneiweiß nehmen Sie über 80% auf. Also machen wir doch gemeinsam Restaurants, Algenrestaurants für Berlin, ohne Ende zu gründen dabei. Wir müssen in der Nahrungskette an einer anderen Stelle einsteigen. Es ist einfach unsinnig, Rindfleisch zu verspeisen, weil es nicht gesund ist. Es kann für manche Leute eine Delikatesse am Sonntag sein, aber wir müssen in der Nahrungskette bei Pilzen, bei Bakterien, bei Algen einsteigen, dann könnten wir leicht 20 Milliarden Menschen ernähren. In einer Gartenlandwirtschaft. Das sind die Unis, an denen ich tätig bin dazu. Ich komme nächstes Jahr nach Lüneburg zurück und dort können Sie das bei mir auch studieren. Sie können Ihre Masterarbeit und Ihre Doktorarbeit damit verbinden, wenn Sie es wollen. Es gibt Dres und Sommer, was das inzwischen umsetzt davon. Ja, Dres und Sommer sind groß im Gebäudemanagement. Die IG Metall macht jetzt Cradle to Cradle. Die Christiane Benner ist die stellvertretende Vorsitzende, wird in 2 Jahren erste Vorsitzende, erste Frau an der Spitze einer Gewerkschaft sein. Dabei. Und die IG Metall hat 2,5 Millionen Mitglieder. Das heißt, die sitzt in den Aufsichtsräten überall drin und in den Vorständen mit durch Mitbestimmung. Das heißt, überall gibt es damit Tätigkeiten bei Bosch oder bei BMW oder wo sie alle sind. 40% der Posten sind von Gewerkschaftern besetzt. Das heißt, wir können das jetzt umsetzen. Kienbaum macht Cradle to Cradle davon. Das heißt, machen Sie mit davon, die Deutsche Gesellschaft für nachhaltiges Bauen. Ich bin der einzige Architekt, der Nicht-Architekt, der in molekulare Architekt sozusagen, der in Venedig im Moment ausstellt. Wenn Sie Lust haben, gucken Sie noch vorbei. Es sind 90 Leute eingeladen, das ist die Olympiade der Architekten. Und ich bin deshalb dort, weil die Gebäude 2/3 aller Abfälle machen. Die Gebäude machen über die Hälfte der Chemikalien, die ich in Muttermilch wiederfinde. Ja. Ich untersuche jetzt seit, und das können Sie im Video von letzten Jahr schon sehen dazu, ich untersuche seit jetzt 28 Jahren, letztes Jahr waren 27, Muttermilchproben. Keine einzige Probe könnte als Trinkmilch vermarktet werden. Die Grenzwerte werden um das viel hundertfache überschritten für viele Parameter. Und wie schon gesagt, am stärksten ansteigen die Grenzwerte für Flammschutzmittel aus dem Styropor, die verwendet werden, die rausgehen und die wirklich extrem gesundheitsschädlich sind.
Trotzdem, wenn Sie sich Kinder zulegen wollen, und das kann ich Ihnen nur empfehlen, also ich kann es nur wirklich empfehlen, es ist viel schöner, Kinder zu haben, als man denkt davon. Und ich kenne in meinem Alter jetzt einfach viele Leute, die das verpasst haben. Und es war ja nie die richtige Zeit. Ja. So irgendwie ist immer was dazwischen gekommen. Oder vor allem, die Leute denken, ja, das ist jetzt nicht Mr. Perfect oder Mrs. Perfect. Ich sage Ihnen, so gut Sie alle aussehen hier, so perfekt sind Sie alle nicht hier auch. Also tun Sie nicht so. Wenn Sie jemand als Partner finden dazu, legen Sie sich Kindern zu. Ja. Und vor allem nämlich für die Frauen ist das gut, weil sie können sich damit entgiften nämlich. Ja. Also mit einem Baby verlieren Sie ein Drittel aller Schadstoffe dabei. Ja. Für Männer gibt es nichts Vergleichbares. Ja. Also drum ist es gut, auch mindestens immer 3 Kinder zu haben. Ja, davon. Aber um es ernsthaft wissenschaftlich zu sagen, es ist auch für das Baby gut, aber nicht länger als 9 Monate zu stillen. Ja, 9 Monate ist so die Grenze, weil dann baut sich die Leber in ihrer Funktion vollständig auf. Das Schöne ist, die Babys haben noch eine Leber, die erst sich aufbaut in der Funktion. Und dadurch rauschen die Schadstoffe praktisch durch. Also sie wird nicht verstoffwechselt, aber nicht so, wie so Esoterik-Leute dann machen, so ein Baby 2 Jahre zu stillen. Ja. Das ist Chemical Harassment, also das ist wirklich nicht zulässig davon. Aber bis 9 Monate ist es besser als jedes Nestle-Milchpulver. Was ich nicht verstehe bei dieser Nespresso-Geschichte, warum machen die Leute so einen Mist hier? Ja, das ging eigentlich viel einfacher. Ich habe vor über 30 Jahren darauf hingewiesen, dass die Deos aluminiumhaltig nervenschädigend sind. Diese Dinge sind nervenschädigend und die Leute, die Alzheimer haben, davon haben große Mengen an Aluminium in ihrem Nervensystem angereichert. Es ist stark nervenschädigend. Es wäre doch, anstatt so jetzt mit dem Ball jemand anzuklagen und zum Boykott aufzurufen, einfach eine Kampagne zu machen, Nespresso, vergiss es. Ja. Weil sie trinken das Aluminium mit, ja? Sie trinken das mit, völlig unnötigerweise. Ja? Das heißt, wir können das jetzt anders machen. Ich stelle Ihnen das vor, ja, Sie können sehen, nicht ein Handprint, sondern den Fußabdruck zu feiern. Gebäude zu machen wie Wälder. Gebäude zu machen, die nützlich sind. Nicht ein bisschen weniger Plastik in die Ozeane zu bringen. Schauen Sie, was habe ich denn davon, wenn ich das ein bisschen weniger habe? Von 10% weniger in so einem Tier sind etwa 500 Plastikteile drin. Das kann ich um 10% reduzieren. Habe ich damit irgendetwas erreicht? Nein, Kunststoffe, machen Sie doch Design. Wenn Sie sagen, ja, wir machen Dinge, die für Muttermilch geeignet sind, dann sind Sie jedem Produkt auf dem Weltmarkt überlegen. Ja. Stimmen Sie? Wenn Sie sagen, wir machen Produkte, die garantiert nicht in den Ozean gehen. Oder wenn Sie in den Ozean gehen, sind Sie Haifisch geeignet, zum Beispiel. Ja. 35 Millionen Flipflops, die in den Ozean gehen dazu. Darum Designübung. Sie können natürlich was machen, wenn Sie wirklich für Kreislaufwirtschaft sind, dann müssen Sie nur Austern essen. Ja? In jeder Auster haben Sie mindestens 1500 Plastikteile drin. Ja? Ist so leicht, die Welt zu retten. Ja? Davon. Und dazu können Sie Champagner haben. Champagner hat viel kleinere Bläschen als Prosecco. Wenn Sie einen Carbon Footprint um das Dreifache reduzieren wollen, müssen Sie nur Champagner trinken. Ja? Beim Prosecco wird das CO2 noch dazugegeben sogar, diese gemeinen Typen. Ja? Beim Champagner nicht, das ist nur das natürliche CO2. Ja. Wenn Sie zum Beispiel Aufzug fahren im Gebäude, dann ist das viel besser für die Umwelt, als wenn Sie die Treppe steigen. Ja. Weil unsere perverse Landwirtschaft braucht wirklich 10 Kalorien Energie für eine Kalorie Ernährung. Ja. Wenn Sie Aufzug fahren, brauchen Sie nur 2 Kalorien. Wenn Sie einen Faktor 5 Ihren Energieverbrauch reduzieren wollen, dann müssen Sie nur Aufzug fahren. So einfach. Ja. Stehen Sie, dann sterben Sie auch noch früher und schützen die Umwelt noch mehr. Ja. Also, schauen Sie, wir müssen wirklich die Materialseite angucken. Wir haben in Hamburg eine Kupferhütte, die verursacht 4-mal mehr Müll als das gesamte europäische Hausmüllaufkommen. Wenn die Leute immer so die Plastiktüte angucken oder sowas, weil eine Tonne Kupfer macht ihnen mindestens 800 Tonnen an Sonderabfall. Als ich ein Kind war, hat ein Kupfererz 3,5% Kupfer gehabt. Wir sind heute bei 0,15% angekommen. 3/4 des Kupfers der Welt sind inzwischen gefördert und in Verwendung. Was tun wir? Aus 41 chemischen Elementen, die im Handy drin sind, werden genau 9 zurückgewonnen. Und das nennen wir Recycling. Das ist total absurd. Verstehen Sie? Sehen Sie die Innovationschance? Ja. Und nichts von den Seltenen. Kein Gallium, kein Germanium, kein Indium wird zurückgewonnen.
Hier, wir haben dann diese Helden, die dann das Plastik aus dem Ozean fischen und daraus Kleider machen. Eine Gemeinheit ohne Ende, weil diese Plastikabfälle im Meer wirken wie ein Schwamm auf die Schadstoffe. Die reichern das im Faktor 100 Millionen an, so Transformatorenöle oder Pestizide oder sowas. Und daraus machen die dann Kleidung und geben das dann als toll schick aus dazu. Jede Menge. Die Leute nehmen Autoreifen und machen daraus irgendwelche, oder Fahrradreifen, machen daraus Gürtel und solches Zeug, ja? Oder Kinderspielplätze. Wir haben in einem Auto mindestens 40 verschiedene Stahllegierungen allein, nur Stahllegierungen. Aus den Stahllegierungen, was machen wir? Baustahl. Toll. Das ist so. Alle diese seltenen Buntmetalle sind damit alle weg. Wenn Sie hingehen und sagen, wir machen ein Auto, was wirklich wieder für ein Auto geeignet ist, ist es was anderes. Ja? Aber das ist nicht der Fall. Das hat massive Auswirkungen. 1999 hat es ein Erdbeben gegeben in der Türkei. Da sind über 20.000 Menschen gestorben. Auch jetzt bei dem Erdbeben in Italien stellt man im Baustahl fest, dass der Gehalt über 1% liegt vielfach. Wenn er schon über 0,5% liegt an Kupfer, ja, weil das Kupfer reichert sich darin an, davon, dann bricht der Stahl wie ein Osteoporoseknochen. Ja. Und das ist völlig unnötig. Null Emissionen. Ja. Schauen Sie, Sie können nur null Emissionen haben, wenn Sie nicht da sind. Ja. Selbst wenn Sie sich jetzt erschießen, hätten Sie Emissionen. Also, was für ein absurdes Ziel. Ja. Sie können schon was machen dazu. Wie gesagt, das sind 7000 Liter warmes Wasser. Ich habe nur so lange Haare, deshalb, weil ich nicht weiß, wie der nächste Präsident in den USA ist und ich muss mich vielleicht gut stellen mit dem dazu. Nein, ich bin nicht zum Friseur gekommen. Aber wenn Sie die Umweltministerin sehen, die spart 7000 Liter warmes Wasser ein, nur durch den Haarschnitt, damit wir auch mal was Gutes über Neonazis sagen können, oder? Ja. Null Emission. Ja. Schauen Sie mal, wenn Sie zeigen ein kleines Baby und sagen Null Emission, damit sagen Sie jedem Menschen, es wäre besser, du wärst nie geboren worden. Wenn wir das tun, wenn wir den Menschen die Existenz absprechen, dann werden sie raffgierig und feindselig. Wenn Menschen gemocht sind, sind sie immer großzügig und freundlich. Ja, das heißt, wir erreichen genau das Gegenteil. Wir sagen, es ist nicht genug für dich da, dann nimmst du es doch lieber, bevor ich es esse, oder? Ja. Das grünste Haus ist das, was gar nicht gebaut wird. Wie toll. Verstehen Sie, darum machen Sie nicht diese Öko-Werbung mit Nachhaltigkeitsbericht und solchem Zeug. Sie machen den Kunden zum Feind dabei. Hier, kein Ziel ist von größerer Bedeutung als die Stabilisierung der Bevölkerung. In Israel sagt man, wenn du ein Menschenleben rettest, rettest du die Welt. Hier heißt es, je mehr du umbringst, desto besser. Das ist die Logik dabei. Wir haben ganz lange zugeguckt, weil wir auch gesagt haben, die haben die falsche Hautfarbe. Und weil wir denken, es sind zu viele. Ja, wenn sie sowieso Schädlinge sind, ist doch egal, ob sie ertrinken, oder? Ist die gleiche Logik. Ja. Darum ist die erste Frage, sind wir zu viel auf der Welt? Und wir sehen, die Biomasse der Ameisen ist viel mehr als wir. Ja. Etwa viermal mehr. Und weil die Ameisen nur drei bis sechs Monate leben und weil sie körperlich viel härter arbeiten als wir, entsprechen sie im Kalorienverbrauch etwa 30 Milliarden Menschen. Das heißt, wir sind nicht zu viele, wir sind nur zu dumm. Ja. Also wir sind nur zu blöde, weil wir machen Abfall, also Systeme zu machen. Was wir damit machen müssen, nur dass es Ihnen klar ist, die Innovation wird nur funktionieren, wenn wir die Rente abschaffen. Ja? Es ist absurd, die Leute zum Müll zu erklären, nur weil sie 65 Jahre alt geworden sind. Die Rente hat man eingeführt für die Leute, die man sonst nicht totgekriegt hat. Ja, ja, es ist einfach so, Sie müssen sehen, die durchschnittliche Rentenbezugszeit war weniger als ein Jahr, als man die Rente eingeführt hat. Ja. Die Lebenserwartung war genau halb so hoch und das Rentenalter war zunächst bei 70 Jahren. Wenn man das hochrechnet, davon auf heute und den gleichen Prozentsatz in Rente schicken würde wie damals, wäre unser Rentenalter bei 88,2 Jahren. Ja. Stattdessen schicken wir die Leute nach Mallorca mit 65 und erklären sie zu Abfall sozusagen. Sie kaufen sich eine Finca und sie freuen, dass das toll ist dazu. Nach 3 Jahren können sie sich noch über den schönsten Strand, über den besten Golfplatz unterhalten. Sie retardieren komplett. Das ist nicht fair. Ja, keine Gesellschaft der Welt kann Menschen für länger als 10 Jahre für Nichtstun bezahlen. Nee, wir sind jetzt bei 22 Jahren angekommen. Ja, das ist absurd. Und dann beklagen uns, dass die Rente niedriger wird. Wer soll denn das bitte bezahlen? Ja. Wir müssen völlig anders tätig sein und das ist neu und anders und bitte aber zum Diskutieren. Weil ich sage Ihnen, so wie bei der Waschmaschine, es wird erst 25 Jahre dauern davon. Wir werden ein Drittel in Zukunft sozial arbeiten, weil unsere Kinder brauchen viel mehr Aufmerksamkeit von der gesamten Gesellschaft. Unsere Kranken brauchen viel mehr Aufmerksamkeit.
Leute in Altenheimen brauchen viel mehr Unterstützung, nicht ein bisschen Pflegesatz dazu. Wir büßen unsere Würde im Moment in den Altenheimen ein, wie man es sich nicht schlimmer vorstellen kann. Und wir brauchen eine gartengebundene Landwirtschaft, die viel produktiver ist, die die anderen Lebewesen auch unterstützen kann. Das ist arbeitsintensiv, aber nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen, das ist ein bedingungsvolles Grundeinkommen. Solange die Menschen sich für die anderen engagieren, werden sie bezahlt. Egal, ob sie sozial oder wirtschaftlich, traditionell, aber nicht bedingungslos. Denn die Gesellschaft leistet für sie ja auch was. Davon die Bedingung ist Engagement. Und wenn man krank ist, kriegt man alle Unterstützung, die man braucht. Alle. Viel mehr und viel aufwendiger. Also, ich bitte Sie, das einfach zu sehen. Das geht nicht, auch nicht eine Rente mit 63 und gleichzeitig das Rentenniveau anzuheben. Sie werden im Moment, alle Leute um die 30, 40 werden im Moment einfach massiv enteignet. Ja? Und dann sitzen die Leute da und erzählen mir, wie sie zum fünften Mal die Seitenstraße rauf und runter gefahren sind. Ja? Das ist absurd. Darum lassen Sie uns Gebäude machen wie Bäume. Gebäude, die nutzen. Ja. Ich habe das gerade jemand gezeigt, nur damit Sie wissen, eines der höchstbelasteten Dinge sind Sexspielzeuge. Ja? Und dann hat er mir gesagt, das ist ja ein toller Analstöpsel dazu. Aber das meine ich damit nicht. Ich meine also ein Gebäude wie ein Baum, ja, davon. Ja, ein Gebäude, was die Luft reinigt, ein Gebäude, was die Wasser reinigt, ein Gebäude, der das Luft. Und das stelle ich in Venedig vor. Kommen Sie vorbei, gucken Sie es an. Wir feiern den menschlichen Fußabdruck. Wir zeigen, die Menschen können Fußabdrücke hinterlassen. Diese Zwerge kommen übrigens aus Berlin, sind einer kleinen Gartensiedlung hier in Zehlendorf zum Opfer gefallen, die dann für Wohnungen gemacht ist dazu. Hier sind es 6 Millionen Gramm an Lehmerde, die in Fußabdrücke umgewandelt werden. 6 Millionen Gramm ganz bewusst für die 6 Millionen Leute, die in Syrien flüchten mussten. Davon hier ein Haus der Zukunft, was die Luft reinigt, das Wasser reinigt. Also nicht ein Energiesparen, nicht ein Gebäude versiegeln, sondern ein Gebäude, was nützlich ist. Also nicht null Abfall, sondern den Abfall als Prinzip wegzuhaben. Ja? Den Fußabdruck zu feiern. Übrigens, das ist kein Jugendbild von mir dabei, wollte ich sagen. Okay. Das heißt, jeder kann seinen Fußabdruck hinterlassen. Einen großen Fußabdruck zu haben, der ein Feuchtgebiet wird. Und das schafft natürlich Kreativität. Das heißt, den Fußabdruck zu feiern, wie im buddhistischen Tempel. Nicht nur den Buddhas Fußabdruck. Ja, und das sind sozusagen, das ist die erste Matratze für Innenräume hier. Ja, das sind die ersten Schuhe für die Kavalierstadt an der Fußgängerampel. Das sind Handtücher, alle möglichen Produkte. Das ist das erste Kinderspielzeug für Kinder. Davon. Das sind so wie eine Votivtafel sozusagen in einer Wallfahrtskirche. Das ist unser Büro in Hamburg im alten Rathaus. Und zwischen der Erklärung der Menschenrechte in diesem Rathaus nach der Legende und dem Frauenwahlrecht sind 150 Jahre vergangen. Also seien Sie geduldig, wenn Sie Paradigmen wechseln wollen. Das ist unser Institut. Und was wir jetzt tun, ist, wir machen eine Übung damit.